Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Trotz dem, dass wir in der letzten Runde immer mit den Zufallskits so oft verloren hatten, habe ich es diesmal wieder gewagt. Aber diesmal haben wir wenigstens die Spinne bekommen, einer meiner absoluten Lieblingskits. Denn die Spinne hat von Anfang an 32 Spinnweben. Und 32 Spinnweben sind toll. Ich mag 32 Spinnweben. Guck mal, da sind sogar noch mehr. Die wollt jemand nicht haben. Dann nehmen wir sie halt. Und zudem hat die Spinne ein Speed 1 Buff, genau. Ein Schnelligkeit 1 Buff, mit denen kann man sogar noch hüpfen und ist trotzdem noch schneller. Das ist doch really super toll. Und zudem kann sie an Wänden hochklettern. Die süße kleine Spinne kann an Wänden hochklettern. Und Instagram hat mir gerade irgendwas geschrieben. Aber ich sollte mich lieber aufs Spiel konzentrieren, statt auf Instagram. Bla bla, folgt mir bloß nicht auf Instagram, ich poste da sowieso nichts. Oh, eine Kiste. Noch mehr Spinnenweben. Oh, ich mag Spinnenweben. Oh, Spinnenweben. Ich lege mich immer in meinen Spinnenweben rein und denke, ich bin ein Schaf. Ja, ich denke, ich bin dann ein Schaf. Man hört meine Hunde. Ja, Hunde sind toll. Alles super toll. So. Ah, die können wir auch verwenden eigentlich. Warte mal. Was mache ich denn hier? Irgendwo ist ein Gegner. Ja, sogar ziemlich nah. Ah, hier sind überall Gegner. Ih, der ist nackt. Ih, der ist nackt. Schnell weg von dem. Wir sollten auf jeden Fall von allen fliehen können mit unserem Speed 1 Buff, außer von einer anderen Spinne oder von. Oh, ein Känguru. Ein Känguru ist auch schwer zu entkommen. Die lassen wir erstmal kämpfen. Oh, hier sind ganz viele Pfeile und Bogen. Der hat ein Eisenschwert, aber den holen wir uns trotzdem. Schließlich haben wir einen Speed 1 Buff. Okay, wir sterben. Dann machen wir das doch nicht. Obwohl, wir könnten ihn. Ja! Aha! Den haben wir erwischt. Sehr gut. Der nächste Spieler ist ganz perfekt. Dann essen wir einfach mal. Da ist eine Kiste gespawnt. Mit Diamanten drin. Okay, wir machen dasselbe einfach nochmal. Hau ab! Oh Gott, wir haben keine Leben mehr. Gut, wir sollten erstmal recken. Das heißt, wir laufen von allem weg. Und irgendjemand verfolgt uns ziemlich schnell. Der ist irgendwie genauso schnell wie wir. Das ist nicht schön. Gut, nehmen wir den Speedblock und laufen ganz schnell weg. Da ist schon der nächste Spieler. Der hinter uns verfolgt uns immer noch, aber kommt nicht so richtig hinterher. Vielleicht sollten wir den ein bisschen einspinnen. Genau, diese Spinnenweben kann man auch verschießen. Und dann nicht alles. Dann können die sich nicht mehr bewegen. Dann kann man sie eventuell einspinnen. Wir sollten wieder was essen, weil wir sonst kein Leben haben. Wieso verfolgt er uns die ganze Zeit? Hau ab! Ich habe dir nichts getan, also tust du mir auch nichts. Klar? So läuft das in Minecraft. In Minecraft, ja. Oh ne, er kommt. Er kommt, er ist ganz nah. Spinnen! Aha! Du bist eingespinnt. So, verpiss dich. Ich will nichts von dir. Hau einfach ab. Ich würde gern mein anderes Schwert ausrüsten, aber dafür. Warte, der ist da unten. Über uns ist aber auch noch einer. Oh nein. Der wird uns gleich einfach angreifen. Nein, wir müssen schnell hier weg. Nein, aber. Okay, wir haben keine Leben verloren, dank Spinnsein. Nein, nein, nein. Wow, er ist ganz knapp hinter uns. Wir müssen ganz schnell hier weg. Er schießt uns ab. Er schießt uns ab. Er schießt uns ab, Leute. Wir müssen weg. Oh Gott. Okay, er verfolgt uns nicht mehr. Wir rüsten ganz schnell unser Eisenschwert aus. Gut, er ist ganz weit weg. Das heißt, wir können uns endlich mal ausrüsten. Ach Gott. Wir müssen auch mal wieder essen. Da unten ist er. Wir verstecken uns hier kurz. Kommt er näher? Er kommt tatsächlich näher. Oh mein Gott, was ist los mit euch, Leute? Hört doch auf, mich die ganze Zeit angreifen zu wollen. Und ich töte mich selber. Hoffentlich kommt er hier nicht runter. Wir haben so wenig Leben. Hau ab! Er folgt uns wirklich, oder? Oh. Okay, sind wir jetzt von allen weg? Oh, danke. Endlich können wir mal ein bisschen recken. Oh nein, der. Warte, der ist da vorne. Wir sollten von ihm weglaufen. Kommt er näher? Er kommt nicht näher. Gut, 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 gut. Endlich mal ein bisschen chillen und relaxen. Was haben wir denn hier so? Wir könnten uns. Kommt er näher? Er kommt nicht näher. Gut, dann machen wir uns ein Dierschwert. Oh, endlich. So. Und eine Eisenbrust. Kommt er jetzt näher? Oh, er kommt tatsächlich näher. Warum? Geh doch weg. Ich habe keine vollen Leben. Da, wir spinnen dich ein. Okay, er ist weg mit dem Block. Gut, da haben wir nichts dagegen. Dann können wir hier wenigstens wieder ein bisschen weiter ausräumen. Oh, den Bogen sollte ich vielleicht mitnehmen. Okay,
Gegner sind wieder alle ganz weit weg. Puh, ich glaube, wir haben noch nichts getötet, aber mussten die ganze Zeit fliehen. Ist nicht so ganz schön. Aber wir leben noch, von daher alles gut. Alles noch im grünen Bereich. Das Schwert brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben ja jetzt ein Dia-Schwert. Okay. So, erstmal wieder runterkommen, Leute. Erstmal wieder runterkommen. Wir sind eine Spinne. Und was macht man als Spinne? Man verzaubert seine Sachen. Und dafür braucht man einen Verzauberungstisch. Warum auch immer Spinnen irgendwas verzaubern sollten. So, wir suchen auf jeden Fall einen Verzauberungstisch, der bestimmt irgendwo ist. Haben wir. Was haben wir denn eigentlich so an? Wir haben gute Sachen an. Naja, okay, Sachen. Unsere Schuhe sind nicht so toll, aber immerhin haben wir eine volle Rüstung. Ah, da wollte jemand was craften mit Eisen. Mit 5 Eisen wollte er sich bestimmt ein. Verdammt. Ja, gut. 5 Eisen verschenkt. Wenn wir es nicht haben können. Wir haben einfach nur das vollzogen, was der andere machen wollte. Ja, wir haben seinen Willen durchgesetzt. So nett sind wir heute. Und wir haben irgendwie schon unsere ganzen Spinnweben verschossen. Egal. Scheint ja was gebracht zu haben, wenn wir noch leben. Oh, Enderperlen. Enderperlen tun wir hier unten rein. Enderperlen sind gut zum. Oh, ist Manuel Neuer gerade gestorben? Nee. Wie komme ich noch auf Manuel Neuer? Das war nicht Kekskrümel, das war in Wirklichkeit Manuel Neuer. Genau, so. Wir verzaubern unseren Bogen hoffentlich. Danke, Stärke 1. Der ist sich schön. Wie viele leben noch? Ich glaube, da stand eben noch, dass 3 Leute leben. 3 Leute also noch. Wir können nichts craften. Das bedeutet, wir müssen Sachen finden oder jemanden töten. Aber die sind alle so weit weg, dass es nicht lohnt, zu denen hinzulaufen. Zu denen haben wir kein Level, um unser Eis, unser. Oh, du blöde Kiste! Um unser Diaschwert zu verzaubern. Vielleicht ist hier was drin. Jetzt haben wir genug Erfahrung dafür. Den brauchen wir eigentlich nicht. Tak, tak, tak. Wenn wir jetzt irgendwo noch einen Verzauberungstisch finden, dann wäre schön. Oh, wir können uns irgendwas mit Diamanten machen. Aber wir haben eine Working Bench. Oh, keine Working Bench. Dann suchen wir uns eine Working Bench. Eine Working Bench ist da hinten zum Beispiel. Wir könnten uns mit einer Enderperle hin teleporten, dann würden wir das auf jeden Fall schaffen. Oh, der andere ist voll knapp hinter uns. Warte, was wollte ich mir machen? Ein Dia-Helm. Einen. Nee, warte. Warte, das machen wir anders. Wir machen uns Dia-Schuhe, weil wir. Nein, nein! Oh, hau ab! Ah, fuck! Wir haben nichts. Oh, wir wurden rausteleportet. Was haben wir bitte für ein Glück? Oh, wie schnell der aber da war. Shit, das war ein Känguru. Oh mein Gott. Da hatten wir gerade richtig Glück. Aber richtig. Das war unverschämtes Glück. Ist der andere jetzt gestorben? Das wird mir leid tun. Oh, habe ich mich erschrocken. Ich habe auch mit dem Kompass einfach auf ihn eingeschlagen, weil ich mich so erschrocken hatte. Alter. Okay, das ist nicht gut für mein Herz. Wir laufen irgendwie die ganze Zeit nur weg, aber naja. Immerhin wird die Folge dadurch ein bisschen länger. Wir flüchten einfach mal auf den Baum. Da kann der Känguru bestimmt auch nicht rauf. Der Känguru, das Känguru. Der Känguru. Oh, war ja. Wie hieß der? Ich konnte es nicht lesen. Ich habe auf jeden Fall nicht drauf geachtet. Oh. Mann, wir könnten uns eine Goldhose machen. Jetzt nicht mehr. Weil wir kein Holz haben. Das war aber. Oha, oha. Das war nicht schön. So. Schärfe haben wir noch bekommen. Gib mir das Schwert, danke. Und jetzt machen wir uns auf jeden Fall mal eine Goldhose. Danke. So, schauen wir mal. Wir haben 2, 4, 6,5. Wieso werfe ich meine Goldhose weg? Und jetzt haben wir. Okay, bringt doch einen halben mehr. 2, 4, 6, 7. Ja. Bringt einen halben mehr als die Lederhose. Und ich weiß, wir haben keine Dinger. Oh, er verfolgt uns. Hi. Hallo Kekskrümel. Wir haben ihn besser gekombot. Wir haben ihn besser gekombot. Jetzt, er hat sich geheilt, aber. Oh. Okay, dann laufen wir mal lieber schnell weg. Oh Gott, wir werden sterben. Wir werden sterben. Es sei denn, wir kriegen ihn einge. Nein, kriegen wir nicht. Ja, gut, das hat er gut gemacht. Hat er gut mit den Dingern gekämpft. Das war auch schon. GG. Das war der finale Kampf. Hat er gut mit seinen Tränken gearbeitet. Und
10 Herzen. Ja, ich habe ihn ja auch. Er hat sich geheilt und alles. Hat er gut mit den Tränken gemacht, muss man schon sagen. Gut gekämpft, Kriegskrümel. Er sagt auch gut gekämpft. Das war doch nett. Naja, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendjemanden getötet hatte. Sehe ich ja dann in der Aufnahme. Ich glaube nicht. Vielleicht ein. Naja, was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Damit danke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich muss irgendwie mehr in Ender Games trainieren, damit ich hier mal was reißen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.